Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir haben heute Donnerstag, den 27.04. um 9 Uhr und die Daumen nach oben Zahl steht bei 450. Ich denke mal, ihr habt es geschafft und innerhalb von einem Tag bekommt ihr garantiert die 500 voll. Deswegen fange ich jetzt schon mal an, was vorzubereiten, damit ich das gleich online stellen kann, sobald die 500 erreicht sind. Ja. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Spaß macht, diese Herausforderung, oder ob ich einfach das sein lassen soll und dann halt ja einmal die Woche, zweimal die Woche das Ganze machen soll. Oder ob wir eben diese Challenge machen, ja, dass ihr mich sozusagen in der Hand habt. Könnt ihr mir gerne mal da lassen. So, heute mache ich es nochmal so, ich sag mal so, wenn das Video online geht, denke ich nicht, dass ihr innerhalb von 24 Stunden die 500 Däumchen wieder schafft. Das ist jetzt noch meine Challenge an euch und dann bin ich mal gespannt, ob ihr das auch wirklich schafft. Ja, das Buch ist noch ziemlich leer und verliert immer mehr oder ab und zu immer noch die Wolle, einfach die mit dem Kleber halt nicht in Berührung gekommen ist. Wir haben noch ganz schön viel zu tun. 193 Seiten und eine ist gerade mal gestaltet. So, ich habe mich heute umgesehen und zwar in dem Video Hashtag 1. Da habe ich mir einen Kommentar rausgesucht und zwar von jemandem, den ich öfters mal kommentieren sehe und ich sie einfach jetzt mal glücklich machen möchte, weil sie schon so oft danach fragt. Heute machen wir etwas mit Violetta und zwar V-Lovers Forever Teeny. Ja, sie hat sich gewünscht, eine Seite bitte mit Violetta. Nicht böse sein, dass Violetta kommt. Es kommen auch... Wie gesagt, macht Vorschläge. Ich weiß nur, dass sie öfters danach fragt, wann dann endlich mal wieder was kommt. Und deswegen habe ich mich heute dazu entschlossen. Was habe ich mir rausgesucht? Ich habe mir diese Glitzerbuchstaben einmal rausgesucht. Ich habe meine Violetta-Sticker-Bücher da. Ich habe hier so ein bisschen was in Lila. Da will ich, glaube ich, die Herzen nehmen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Vielleicht auch hier irgendwas. Ich habe mein meine Klebemaus, ich habe Klebedrops, ich habe doppelseitiges Klebeband. So, das zum einen. Ich habe unter anderem mir lilafarbenes Papier rausgesucht. Dieses schöne. Ich liebe das ja. Ich habe mir ausgestanzten Schmetterling einmal diesen. Einmal diesen. So eine gebastelte Papierblume. Die Anleitung gibt es auch hier. Wenn ich dran denke, verlinke ich die euch da oben. Dann habe ich hier so ein Herz gefunden. Ich glaube, das habe ich mal zugeschickt bekommen. Und ich habe so ein Herz gefunden. Was ich letztendlich nehme, weiß ich noch nicht. Und ich habe hier, weil ich die einfach einmal da liegen hatte, noch diese Klebesteinchen. Und dann würde ich sagen, wir fangen an. Ich nehme Seite, mal gucken, durchblättern und dann irgendwann die Hand reinmachen. Ich gucke weg. Seite 61. Die Seite 61 wird unsere Violetta-Seite. Und als erstes schreibe ich den Namen hin. Was nehme ich denn mal für einen Stift heute? Habe ich hier einen schönen? Ich hole mir gleich mal Lineal. Und den Namen schreibe ich heute hier an die Seite. Und zwar alles in Großbuchstaben. Jetzt muss ich genügend Platz einplanen. Oder ich mache es untereinander. Kann ich auch machen. V. Oh, habe ich sogar lila genommen. Das passt ja. V. Lovers. Forever. Verlass mich jetzt ja nicht, Stift. Das ist halt total blöd zu schreiben, ne? Auf der Wolle. Aber nun gut, ist ja eine Herausforderung, das Ganze hier. Forever Teeny. Das machen wir hier so mittig. Und das ist der 27. April 2017. Thank you.
Fertig aus, unsere eigentliche erste gestaltete Seite. Hier vorne hatten wir noch die andere oder hier hinten. So, Nummer 2. Ich bin auf eure weiteren Vorschläge gespannt und bin auch sehr gespannt, was ihr hier dazu sagt. Natürlich, wenn man nicht Violetta-Fan ist, ist das nichts, ne? Und mir ist auch eben ein kleiner Fehler passiert, den habe ich jetzt noch korrigiert. Ich hatte hier Doppel-L hingemacht, statt Doppel-D-T. Nur gut. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf euer Däumchen, damit ich die schnellstmöglich die nächste Seite gestalten kann und dann auf, ja, auf weitere Vorschläge von euch. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Katrin.